Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen schönen guten Morgen, hier ist der Achim und das ist der Geek Talk Daily für Donnerstag, den 6. Juli. Heute dabei Bixby, Snapchat, eBay, Amazon, Nokia und Xiaomi. Und anfangen tun wir mit Bixby. Die hatten wir ja gestern ja schon. Da ging es ja darum, dass Samsung Konkurrenzprodukt zum Apple HomePod vorbereitet. Mit Bixby natürlich als integralen Bestandteil. Und ja, was kommt danach raus? Bixby ist verschoben. Und nicht verschoben auf Datum X, sondern erstmal auf unbekannt. Bixby sollte ja auch auf das Galaxy S8 kommen. Und es wurde ja schon geschoben und jetzt wird es echt auf unbekannt geschoben, weil laut Samsung, ja, es fehlen die Daten, die man bräuchte für Bixby. Das ist die offizielle Variante und intern soll es angeblich Kommunikationsschwierigkeiten zwischen dem amerikanischen Samsung-Büro und dem Hauptquartier in Korea geben. Was ich auch ein bisschen schräg finde, also entweder ist das Ding da und läuft oder nicht. Was soll da zu kommunizieren sein? Naja, auf jeden Fall. Das ist schon eine kleine Blamage, sag ich mal. Aber Samsung hat ja, glaube ich, mittlerweile ein dickes Fell. Das wäre jetzt nicht die erste Sache, die bei denen jetzt schief lief. Aber spannend bleibt trotzdem. Aber natürlich kommen sie so ein bisschen so ins Nachtreten. Und Google, Amazon und Microsoft ziehen ein bisschen an ihnen vorbei. Einer, der jetzt nachzieht, ist Snapchat. Und zwar nachzieht auch in Sachen Features. Im Gegenzug zu den Instagram-Stories. Denn es gibt ein neues Update für iOS und Android und Snapchat ermöglicht es jetzt, Links hinzuzufügen. Das war bislang auch schon bei Instagram möglich, nicht für alle, aber für bestimmte Nutzer war das freigeschaltet. Und ja, Snapchat hat das jetzt für alle freigeschaltet. Man kann entsprechend also einen Link hinzufügen. Der muss sich an gewisse Richtlinien halten, also auch schon in Sachen wieder Phishing und solche Sachen. Da passt Snapchat schon auf. Das wird halt auch gefiltert, geprüft. Aber im Prinzip kann man normale Links problemlos dranhängen und ein bisschen Mehrwert bieten. Dann gibt es auch Sprachfilter. Sprachfilter gab es bislang immer nur in Kombination mit Gesichtsfiltern. Dann wurde zusätzlich die Sprache noch verzerrt. Und jetzt gibt es wirklich einfach nur einen Filter, der die Sprache einfach verzerrt. Dafür gibt es ein entsprechendes Icon und wenn man sich entsprechend dann snappt, wählt man das halt aus und hat dann eine ganz schräge Stimme. Könnte man machen, sind echt witzige Effekte. Und das dritte Feature, das sind Hintergründe. Man kann Hintergründe, ja, also man kann auf den Hintergrund einen anderen Hintergrund legen, um es so zu sagen. Das ist eine neue Funktion, man tippt das Bild an, dann schneidet man die Figuren im Vordergrund aus und dann hat man die Möglichkeit, Effekte auf den Hintergrund zu legen. Also praktisch so eine Zwischenebene einzuführen. Ich kann mir vorstellen, da werden wieder einige sehr kreativ und ich gucke mir das auch nochmal in Ruhe an. eBay, die haben ja ihre Wow-Angebote, also praktisch hier Neuware zu Top-Preisen und leider sind das nicht immer die Top-Preise, denn oft sind die Produkte woanders günstiger zu haben. Und deswegen hat eBay jetzt die Tiefpreisgarantie eingeführt. Die gilt nicht unbegrenzt, sprich man kann nicht jeden Preis rausholen, sondern eBay gibt schon vor, wer die Vergleichsplattformen sind. Und das sind Amazon, Douglas, Notebooks, Billiger, Obi, Otto und Zalando. Und das Produkt muss, aber ich meine, das ist ja bei ähnlichen Tiefpreisgarantien auch so, das muss auch lieferbar sein, gleiche Funktionsumfang, also das identische Produkt. Und dann zieht eBay nach und gibt den Käufern entsprechend den gleichen Preis, wenn der günstiger ist. Und das dann in Form von einem Gutschein. Und ja, gute Sache. Man spart sich so vielleicht das Vergleichen. Aber ich würde trotzdem immer nochmal zusätzlich vergleichen. Weil ja eben, genau, die Tiefpreisgarantie ja dann greift und es dann ja erst Sinn macht. Ja, jetzt habe ich mich, glaube ich, im Kopf und Kragen geredet. Das ist ja total, natürlich immer vergleichen, damit man natürlich die Tiefpreisgarantie ziehen kann. Naja, ab zum nächsten Thema. Amazon und der Prime Day, der steht ja am 11. an. Und ja, Amazon hat jetzt für Amerika noch ein paar interessante Sachen rausgehauen in Sachen Sprachangebote über die Alexa, mit der Alexa, also sprich, man kann besondere Angebote direkt über die Alexa ordern und wer noch nie mit der Alexa geordert hat, der bekommt auch nochmal einen Rabatt. Jetzt meldet sich hier wieder meine Alexa, also heute ist ein bisschen der Wurm drin, aber seht es mir nach. Naja, es gibt auf jeden Fall ganz viele Angebote.
Ja, die Alexa, die will hier gar nichts mehr. Und jetzt darf ich nicht zu oft das Wort sagen, sonst komme ich hier gar nicht mal zu Potte. Ob das für Deutschland auch geben wird, das konnte ich nicht rausfinden. Also bislang sieht es nicht so aus. Aber wenn es so ist, dann werdet ihr es natürlich hier bei uns im Geek Talk Daily erfahren. So, letztes Thema für heute. Nokia. Nokia und Xiaomi eigentlich. Denn die haben jetzt eine Lizenzvereinbarung über mehrere Jahre abgeschlossen. Haben damit auch ihre Streitigkeiten in Sachen Patente zur Seite gelegt, ähnliches, was Nokia auch schon mit Apple gemacht hat. Gehen aber bei Xiaomi noch einen Schritt weiter. Sie lizenzieren gegenseitig auch Patente und wollen auch zusammenarbeiten. Also da tut sich vielleicht was. Ich finde es auf jeden Fall gut, wenn eben nicht immer hier nur Patent rausgeholt und gegeneinander agiert wird, sondern ein Miteinander. Das kommt uns als ja, Anwender und Konsumenten natürlich zugute. Und das war's auch heute mit dem Geek Talk Daily. Ich habe aber noch eine Sache. Wir hatten ja einen Wettbewerb. Und da hat der Poughkeepsie mich gebeten, euch natürlich mitzuteilen, dass es natürlich ein Ergebnis gibt, aber dass auch erst Anfang der Woche kommen wird. Und ja, ich glaube, die paar Tage könnt ihr noch warten und ich drücke die Daumen, dass ihr gewonnen habt. Es haben auf jeden Fall einige mitgemacht. Wir haben uns gefreut. Und von daher, ich freue mich, wenn ihr morgen wieder zuhört zum Ende der Woche. Wünsche euch einen guten Donnerstag und sagt ciao, ciao. Hört mehr Geek Talk.